Nur wer Eurasien beherrscht, von Lissabon bis Vladivostok, ja, der kann auf Dauer die einzige Weltmacht bleiben. Ja. Seit diesem Anschlag auf Nord Stream befinden wir uns im Krieg mit den USA, meiner Ansicht nach. Das war ein Terroranschlag gegen die Bundesrepublik Deutschland unter anderem und so weiter, wird aber nicht aufgeklärt. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Wir erleben derzeit historische, geopolitische Verschiebungen, sei es das Ende der unipolaren Welt und damit zusammenhängt das Entstehen von neuen Bündnissen, wie zum Beispiel die BRICS-Staaten, die sich derzeit formieren und ausweiten, oder auch die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Ja, und über diese historischen geopolitischen Verschiebungen, die hier gerade live und in Farbe stattfinden, möchte ich sprechen mit den beiden Autoren und Journalisten Werner Rügemar und Wolfgang Effenberger. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, Sie beide hier am Rande einer Friedenskonferenz im Untergrund von Köln in einer schönen Werkstatt begrüßen zu dürfen. Sie, Herr Rügemar, haben hier gestern schon einen Vortrag gehalten mit dem Titel Im Zangriff von Militär und Kapital, Methoden des im US-Imperiums von Hitlerfaschismus bis Ukraine-Krieg. Und Herr Effenberger, Sie waren gerade noch im Vortrag, sind jetzt direkt hier rübergekommen, um mit uns dieses Gespräch aufzuzeichnen. Sie haben einen Vortrag gehalten zum Thema Full Spectrum Dominance, Herrschaftsstrategien von USA und NATO. Und ja, ich freue mich sehr, Sie beide hier heute begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, so in dieser Kombination, das hat es auch noch nicht gegeben, oder? Nein, ich bin zum ersten Mal mit Herrn Rügemar an einem Podium quasi. Ja. Und bin sehr dankbar. Ich habe ja vieles verfolgt auch von ihm. Lese Artikel und sehe auch seine Beiträge. Und ja, ich glaube, wir haben auch gemeinsam, schreiben wir in der Neuen Rheinischen Zeitung, da ist schon Kontakt, aber das war bisher noch nicht persönlich. Und deswegen bin ich umso dankbar, dass wir, also dass Sie uns jetzt hier zusammengeführt haben. Ja. Schön, ja. Naja, wir begegnen uns zum ersten Mal. Ja. Ja. Und wie das so ist, da hat man sich so über Artikel dann schon mal sozusagen kennengelernt, hat aha, auch so ähnlich, gut, macht er gut oder so. Ja. Ne, aber ne, wenn man dann so einen persönlichen Vortrag hört, wie jetzt dieser Tage hier bei dieser Friedenskonferenz, dann verdichtet sich das doch nochmal enorm. Mhm. Ja, ja, ja. Sehr gut, also dass wir jetzt dann auch bei Ihnen diese Gelegenheit haben. Ja, sehr dankbar. Ja, ich freue mich wirklich sehr jetzt hier auf dieses Gespräch mit Ihnen. Und Sie, Herr Effenberger, Sie haben jetzt gerade hier Ihren Vortrag beendet mit den Worten: Wir stehen am Scheideweg zwischen unipolarer und multipolarer Welt. Und diese Welt, die ordnet sich gerade neu. Und das sehen wir wahrscheinlich am besten gerade auch im Konflikt im Nahen Osten zwischen Palästina und Israel, wo ja auch die beiden Welten, die multipolare und die unipolare Welt, aufeinander trifft. Jetzt haben wir ganz aktuell das erste Mal tatsächlich positive Entwicklungen zu vermelden, dort unten in Israel und Palästina. Es wird jetzt eine viertägige Feuerpause vereinbart, die auf 10 Tage verlängert werden kann. Es wurde ein Gefangenenaustausch jetzt gerade auch durchgeführt, die letzten Tage. Ja, wie blicken Sie denn auf dieses Pulverfass im Nahen Osten? Was sind Ihre Gedanken dazu und gibt Ihnen das Hoffnung, dass da jetzt tatsächlich eine Feuerpause und ein Gefangenenaustausch vereinbart worden ist? Das ist wirklich mehr als erfreulich. Ja. Kann das nur unterstützen. Aber da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Okay. So leid es mir tut. Also ich freue mich über jede Entwicklung, die in Richtung Frieden geht. Mhm. Aber die amerikanischen Strategiepapiere, Dokumente zeigen in eine andere Richtung. Es ist einer von diesen Kriegsschauplätzen, die wir jetzt haben. Und das habe ich ja in meinem Vortrag gesagt. Es sind die Verwerfungslinien im Ersten Weltkrieg, die alle wieder aufbrechen. Alle. Ob das jetzt mit dem Balkan begonnen hat, dann in Osteuropa, in Nordafrika, im Nahen Osten und so weiter. Es sind wirklich diese alten Verwerfungslinien, die mit aller Macht aufbrechen. Mhm. Und das spielt natürlich auch der globale Süden und vor allem die Erweiterung der BRICS-Staaten eine gravierende Rolle. Und
Die Welt ist im Umbruch. Sie verändert sich. Und dass die USA hinnehmen mussten, dass jetzt im September auf dem BRICS-Gipfel da 6 neue Staaten hinzukommen, und zwar Staaten, die tatsächlich das Weltgefüge verändern. Das wird so nicht wahrgenommen. Hm. Aber ich sehe zum Beispiel, da haben wir, unter anderem haben wir den Iran und Saudi-Arabien, die jetzt in den BRICS-Staaten gehen. Wenn wir denken, der Iran war früher eine Säule der Sicherheit der USA bis 79, bis zur Revolution. Dann ist der Iran weggebrochen und der ist ja, der steht ja auf dem Kriegsplan seit dem Terroranschlag von 9/11, wo hier da 7 Länder in 5 Jahren zerstört werden sollten. Die anderen 6 sind und der Iran ist bis heute nicht. Weil das war eine Säule bis 79. Und die andere Säule der USA in dieser Region war Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien ist jetzt auch weggebrochen, geht nämlich zu BRICS zusammen mit dem Iran, mit dem Todfeind Iran. Das ist eine Entwicklung, das ist für die Strategiepläne der USA, ist das der Desaster ohne Ende. Und ich wundere mich, ja, wie sie reagieren werden. Sie haben anscheinend noch keine Antwort darauf gefunden, meine ich mal. Aber wie gesagt, was die Dimension da auszeichnet ist, die USA haben in ihrem Krieg in diesem nahen Mittleren Osten den Islam instrumentalisiert. Sie haben Schiiten gegen Sunniten aufgehetzt und umgekehrt. Also auch mit subversiven Anschlägen und dergleichen mehr. Hat funktioniert. Und jetzt haben wir mit dem Iran und Saudi-Arabien 2 muslimische Staaten, aber unterschiedlicher Prägung, nämlich sunnitisch und schiitisch, die jetzt gemeinsam dahin gehen. Das ist eine neue Dimension. Da weiß ich die Antwort der Amerikaner nicht. Und wie gesagt, mit diesem Strategiepapier von 2014, Trade-Off 525-3-1, Win in a Complex World 2020 bis 2040. Das ist also in diesem nationalen Verteidigungspapier von 27. Oktober 2020 noch einmal so wiederholt worden, im Text auch. Also, und dann die Rede von Biden jetzt im Oktober, das lässt nichts Gutes erwarten. Und ich denke, was wir hier aufbrechen sehen, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten, das ist wirklich tatsächlich, da hier geht es jetzt tatsächlich darum, der Kampf, in dem sich die Welt befindet, unipolare Welt gegen multipolare Welt. Also ich wünsche es mir für diesen geschundenen Menschen in diesen Regionen. Aber das sind die anderen Regionen, es ist ja nicht viel besser. Wenn wir nach Syrien schauen, das ist ja das, was die Menschen da mitmachen müssen in diesen Kriegsgebieten, wenn wir die zerstörte Stadt Aleppo sehen und dergleichen. Also nein, da habe ich Empathie für alle Menschen, die unter diesen Kriegen leiden. Und das darf einfach nicht sein. Und ich würde es mir wünschen, dass für alle Frieden kommt. Aber es sieht noch nicht danach aus. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Herr Rümer, wie blicken Sie denn auf diese Entwicklungen? Sie haben sich ja auch in Ihren Publikationen sehr viel mit US-amerikanischer Außenpolitik beschäftigt. Ja. Wie sehen Sie das gerade auch mit Aspekt hinsichtlich der Ausweitung der BRICS-Staaten? Wir müssen da vielleicht dann auch später noch über die Rolle Argentiniens zu sprechen kommen, wobei diese sicherlich nicht so heiß ist, sage ich jetzt mal, wie die von Saudi-Arabien und Iran mit Blick auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Also vielleicht einmal Ihre Einschätzung zu dem, was gerade Herr Ich will mal etwas weiter zurückgehen zur Rolle der USA prinzipiell. Also sowohl nach dem Ersten Weltkrieg wie nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja Konsequenzen in Richtung jeweils einer multipolaren Welt geschlossen. Das heißt also der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg und dann mit viel größerer Beteiligung und mit viel größerer Fundierung das Völkerrecht der UNO und die dazu kommenden Menschenrechte der UNO, wozu ja auch neben den bisherigen bürgerlichen Rechten der Versammlungs- und Meinungsfreiheit und so weiter ja auch die sozialen und Arbeitsrechte dazugekommen sind. Ja, aber die USA haben immer das mitbeschlossen und dann daneben eine alternative, eigene im Sinne ihrer
des Anspruchs auf einzige Supermacht sozusagen eingeleitet. Mhm. Das heißt, sie haben nach dem Ersten Weltkrieg den Völkerbund mitbeschlossen, sind aber nie beigetreten, sondern haben mit allen einzelnen Staaten, kriegsbeteiligten Staaten, dann anschließend einzelne Sonderverträge gemacht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA, die UNO und die allgemeinen Menschenrechte mitbeschlossen, aber haben dann stückweise das, was seit längerem dann als international regelbasierte Ordnung als Alternative entwickelt, die sie dann eben außerhalb und neben der NATO praktizieren, mit jeweils situationskriegsbedingten Allianzen der Willigen. Ja, die finden dann jeweils für ihren Krieg da und dort ein paar, im Irak wieder andere als in Afghanistan und so weiter, alles neben der UNO. Das heißt also, eigentlich hat die Menschheit nach den zwei größten Weltkriegen solche multipolaren Instrumente, Konzepte entwickelt, und im Wesentlichen waren es und sind es bis heute die USA, die davon ausbrechen. Und unfriedliche kriegerische Praktiken entwickeln, kriegerisch sowohl militärisch, aber auch in der, wie wir das beispielsweise in der Ukraine seit 25 Jahren sehen, eine vielgestaltige Kriegsvorbereitung mit Medien, mit der Gründung von amerikanischen Unternehmen, beispielsweise im Agrobusiness, der ukrainischen Schwarzerde und so weiter. Und dann auch schon Ende der 90er Jahre gemeinsame Manöver NATO mit dem noch kleinen ukrainischen Militär und so weiter. Und das ist die eigentliche Gefahr, dass eben die USA mit ihren Instrumenten wie der NATO neben dem eigentlich schon einvernehmlich beschlossenen Völkerrecht und so weiter, Menschenrechten, ihre eigene gefährliche, die Menschheit gefährdende Politik betreiben. Jetzt möchten Sie dazu noch... Erstmal vielen Dank auf den Hinweis auf Völkerbund und auf die UN-Gründung der UN. Ich habe noch einen leicht anderen Aspekt da drauf. Der Völkerbund ist ja nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, und zwar von den Siegermächten. Und zwar mit dem Denken des Krieges, mit dem Denken in Kriegskategorien, im Denken von Kriegszielen. Und wenn wir gerade sind, Sie haben das in Ihrer Rede gestern ja auch angesprochen, der Vertrag von Rapallo, wo also das Deutschland und damals Russland, wo die nicht in Genua Quartier nehmen durften, sondern als Parias außerhalb in Rapallo. Und da wurde dann dieser deutsch-russische Vertrag gemacht von Lenin, wo die Alliierten gleich Sturm gelaufen sind. Die Deutschen, der Reichskanzler Wirth, sollte den sofort aufkündigen, wo Lenin gesagt hat, nein, den haben wir abgehauen, den wollen wir auch mit Leben füllen und so weiter. Das war nicht gewollt. Also der Völkerbund tatsächlich, will ich mal denken, mit Clemenceau, was für ein bärbeißiger Krieger das war. Also da war wenig zu erwarten, sondern nur im Sinne der Sieger. Und das sehen wir auch an den Verhandlungen in Versailles. Möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf aufgehen, dass das also nicht friedensfähig war auf Dauer. Wenn ich das vergleiche, der Frieden nach dem Westfälischen Frieden, also in Münster und Osnabrück, wo alle Parteien am Tisch und miteinander gerungen haben und ehrlich miteinander waren, das hat es ja nicht gegeben. Und das hat es nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht gegeben. Und das hatten wir auch noch zumindest am Wiener Kongress. So, und was 1945 passiert ist, die USA, die sind natürlich nicht in diesem Völkerbund, weil sie nicht die dominierende Rolle spielen konnten. Sie wollten der Erste untergleichen sein, und das haben die Franzosen so nicht zugelassen. Und deswegen sind die gar nicht rein in diesen Völkerbund. Und dafür haben sie diese Council on Foreign Relations gegründet, Chatham House und wie auch immer, und haben dann nur die bilateralen Verträge gemacht, auch mit Deutschland. Und dann im Zweiten Weltkrieg waren sie dann schlauer und sagen, jetzt lösen wir das da auf. Wir nehmen jetzt den Völkerbund, quasi den Nachfolger, in die USA. Im April war in San Francisco 50 Länder eingeladen, wohlgemerkt alle Delegationen abgehört, sodass die
jede einzelnen Leute beeinflussen konnten, wie sie zu reagieren hatten. Ja, also ganz gezielt vorbereitet. Und da muss ich sagen, so eine Organisation wie in einem Völkerbund oder eine Völkergemeinschaft gehört in ein neutrales Land, gehört nicht da. Ja, ne, nochmal. Und jetzt, wie gesagt, und die Sieger wieder, da die Ansätze, die UN-Charta, ist das Beste, was die Menschheit bisher hatte, weil sie auf dem Boden der vom ewigen Frieden von Immanuel Kant, 1795, da steht die drauf, das ist perfekt, diese UN-Charta ist perfekt, aber sie wird mit Füßen getreten. Also wir haben ja in der Präambel stehen, 45 im April, die Menschheit von der Geisel des Krieges zu befreien. Ich wollte ja nur sagen, konzeptionell hat die Völkergemeinschaft mit ihren jeweiligen Möglichkeiten nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal die multipolare Welt sozusagen angerissen, konzipiert. Und natürlich nach dem Ersten Weltkrieg im Völkerbund, da wurde beispielsweise für die beteiligten Staaten die Kolonialpolitik nicht abgelöst nicht und so weiter. Ist ja einverständlich. Ja. Aber selbst von diesen relativen multipolaren Ansätzen haben sich die USA noch weiter entfernt. Ja, und haben diese wenigen Grundsatzkonzepte noch mal zusätzlich unterlaufen und in die Weltpolitik in eine andere Richtung getrieben. Ja. Ne? Nur das war. Aber sie hatten nie eine andere Absicht. Wir hatten immer nur die unipolare Welt. Ja, das ist doch selbstverständlich. Ja. Aber die Frage, die sich ja jetzt stellt, Sie haben auch in einem Artikel über die BRICS-Staaten und deren Gründung geschrieben, dass dahinter das US-Finanzkapital steht. Und wenn man sich jetzt beispielsweise die Ausführung eines Ernst Wolf ansieht, der ist ja der Auffassung, dass das Ganze irrelevant ist und nur auf einer oberflächlichen geopolitischen Ebene stattfindet, aber das, was dahinter passiert, nämlich die Einführung eines globalen Finanzsystems, wir wissen ja auch, Russland mit dem digitalen Rubel, der schon eingeführt worden ist, ist da ganz vorne mit dabei. Also jetzt ist eben die Frage, Sie sagen, wir stehen am Scheidepunkt zwischen unipolarer und multipolarer Welt. Ernst Wolf würde dem jetzt womöglich entgegnen und sagen, darum geht es doch eigentlich gar nicht. Wir sollten den Fokus viel mehr darauf legen, Ich habe auf seinen Artikel entsprechend reagiert, weil ich das anders sehe. Weil er hat dann sich auf einen Chinesen berufen, auch ein vielfach Milliardär, aber einer von den chinesischen Oligarchen, einer von vielen. Das ist nicht unbedingt maßgeblich, da gibt es andere Kräfte auch. Und vor allem die kommunistische Partei in China ist sehr stark und die geht in eine andere Richtung. Also da muss man schon differenzieren. Und was ich sehe, dass natürlich da Kräfte da sind, und zwar überall, dass wir verschiedene Ebenen haben, verschiedene Folien haben, auch in China, gar keine Frage, die muss ich beobachten. Aber letztendlich ist diese Welt, der globale Süden, der hat von diesem Kolonisationsprojekt der Europäer seit über 400-500 Jahren die Nase, die Menschen sowas von voll. Mhm. Die Menschen machen das nicht mehr mit. Ja gut, aber das ist ja schon länger so. Also ne, dieses Aufbegehren des globalen Südens, was Sie sagen, das ist ja schon lange der Fall. Also wenn wir jetzt nur auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen, da gab es ja die Formierung G77, die innerhalb der UNO den Zusammenschluss der Blockfreien, angeführt von den wichtigen antikolonialen Politikern wie Nehru und Nkrumah und Tito in Jugoslawien und so weiter. Und das war ja innerhalb der UNO und die haben ja auch außerhalb dann sich zusammengetan, eine wichtige Bewegung, die damals im Ansatz 50er, 60er Jahre noch sehr viel stärker war, aber im Wesentlichen auch durch die Kriege und sonstigen Interventionen und Weltbank und so weiter, was wir kennen, das wurde niedergemacht. Ja. Das wurde niedergemacht durch die USA. Aber das waren schon solche Ansätze, mit denen wir es wieder zu tun haben. Aber jetzt hat sich die Situation geändert. Ja, die Situation hat sich geändert, im Wesentlichen, glaube ich, durch zwei
Faktoren oder Akteure, nämlich dass in relativ historisch sehr kurzer Zeit China Kaufkraft gemessen die größte Wirtschaftsmacht, der größte Wirtschaftsstandort auf der Welt geworden ist und auch die weltweit größte Handelsnation. Kein anderer Staat, auch nicht die USA, hat so viele Handelsbeziehungen wie China mit anderen Staaten. Und das ist ja, sagen wir mal, im Unterschied zu den 50er Jahren, hat dieses Aufbegehren des globalen Südens sozusagen ein wirtschaftlich kräftigeres Rückgrat. Ja, genau. Das ist Infrastrukturell, wo die Westen gar nicht so genau hingeguckt hat, seit etwa 15 Jahren durch diese neue Seidenstraße. Ja. Das hat ja sozusagen auch schon eine vielgestaltige Infrastruktur, die sich auf alle Kontinente bezieht. Ja. Mit jeweils von der Volksrepublik China initiierten sozusagen kontinentalen Formaten. CELAC heißt das in Lateinamerika, FOCAC heißt das für Afrika, SCO für Asien, haben Sie schon erwähnt und so weiter. Das heißt, da ist eine auch wirtschaftlich begründete Infrastruktur dieser dieses Restes der Welt inzwischen entstanden, die es damals, 1950er Jahre, mit der gleichen Absicht eigentlich noch nicht gegeben hat. Und weil diese Selbstorganisation des Restes der Welt größer, stärker und auch wirtschaftlich kräftiger ist. Das ist ja sozusagen der Verzweiflungspunkt für die Führungsmacht USA, weswegen sie immer unberechenbarer wird. Ja. Das ist die große Gefahr. Das ist die große Gefahr. Die USA können in ihrem eigenen Land traditionsgemäß hunderte Millionen Menschen sozusagen dahin vegetieren lassen. Die sind krank und die sind arm und die bringen sich gegenseitig um und die sind und so weiter. Das kümmert die amerikanische Elite nicht. Ja. Nein, richtig. Weil die sich auch, das ist denen seit Gründung der USA auch abgewöhnt worden, sich wehren zu können. Das ist jetzt im Rest der Welt. Ja. Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, das ist genau die treffend, kann ich nur sagen, dass jetzt die BRIC-Staaten, jetzt die fünf, die wir jetzt haben, das ändert sich ab 1. Januar, sind es ja 11, sie haben, vom, was das Bruttosozialprodukt betrifft, haben die jetzt mit den G7-Staaten gleichgezogen und sie ziehen vorbei. Das heißt also, und dann bevölkerungstechnisch, die G7-Staaten haben 770 Millionen Einwohner und der globale Süden, von dem wir jetzt so sprechen, der 3200 Millionen Einwohner. Und wie gesagt, letztendlich müsste eigentlich jedem klar sein, wohin es geht nur, dass wir in Frieden und zwar in einer multipolaren Ordnung zusammen und dass wir die anderen Kulturen, denen ich mit Respekt begegnen und dass dieses Dominanzstreben, das muss vorbei sein. Es geht nur gemeinsam, meiner Ansicht nach. Und nochmal zu dem, dass das ein amerikanisches Projekt ist, die BRIC-Staaten. Nein, der Name kommt von einem Amerikaner. Aber es ist kein amerikanisches Projekt. Also, das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2001. Genau, Anfang der Nuller, ja. Der O'Neill, der Chief Executive Officer von Goldman und Sachs, der hat geguckt, wo haben wir Anlagemöglichkeiten. Wir brauchen neue Anlagen, mit denen man werben kann. Und dann hat er geguckt, was ist zukunftsträchtig in der Welt, hat er geguckt. Und Brasilien hat Zukunftspotenzial, Russland hat Zukunftspotenzial damals und dann Indien und China. So, und dann hat er das angeboten und hat dazu gesagt, BRIC. Und zwar BRICS, das ist der Ziegelstein, wo man Ziegel, da kann man was bauen, da kann man und so weiter, als Bild, als Metapher, wie auch immer. Und der hat das in die Welt gebracht. Da haben die ja noch gar nicht dran gedacht, das aufzugreifen, diese Staaten. Das erste Treffen der BRIC-Staaten war im September 2009 in Jekaterinburg.
Und da war ich ja im September jetzt auch. Ich habe mir das Gebäude ja angeschaut. Ich dachte, da muss ich doch mal hingehen. Also, und da war das auch ganz zaghaft, was da als Kommuniqué vom, da war nichts da eigentlich, gar nichts. Nur mal ganz zaghaft. Also, da, nein, das war, damit hatten die nicht rechnen können, dass das, also das ist kein amerikanisches Projekt. Die haben das dann natürlich übernommen und haben gesagt, so, wir treffen uns mal, vorsichtig Gespräche bei irgendwelchen Tagungen. Und so hat sich das entwickelt. Mm-hmm. Und es hat aber, es ist mit Sicherheit kein amerikanisches Projekt. Also wo der Wolf sozusagen ein bisschen Recht hat, mm-hmm. Das ist ja die Tatsache, dass natürlich die USA haben erkannt, ne, nach einiger Zeit, nachdem BRICS ja schon längere Zeit bestand und so weiter, nach einiger Zeit haben die erkannt, aha, da entwickelt sich etwas, das ist gegen uns. Ja, genau. Und das gewinnt an Fahrt. Ja. Und deswegen gibt es ja jetzt dieses nervöse Herumreisen westlicher Regierungschefs und Außenpolitiker und Wirtschaftsminister und die versuchen noch in Indien neue Verträge zu machen, in Afrika versprechen die alles Mögliche, was sie an Krediten geben, wenn ihr uns ein bisschen Wasserstoff liefert und ihr dürft eure Fachkräfte zu uns schicken und so weiter. Also da wird jetzt gerungen. Ja, natürlich. Um die Vorherrschaft in der Region. Und beispielsweise, ich glaube, das war etwa noch der vorherige EU-Kommissar, der Präsident Jean-Claude Juncker, in seinen letzten ein, zwei Jahren hat er gemerkt, Mensch, China hat doch schon ein eigenes Format mit den osteuropäischen Staaten. Ja, 16+1 hieß das so ganz technisch. Ne? Mm-hmm. Und da hat er gemerkt, Mensch, jetzt machen die Chinesen in unseren EU-Staaten, die wir eigentlich fördern wollten durch die Mitgliedschaft, die Chinesen bauen jetzt da Infrastruktur, Sporthallen und Eisenbahnlinien und Häfen und so weiter. Und da reiste der und dann kam die Merkel auch noch hinterher. Ne, die wollten, Mensch, was macht ihr denn? Wir versprechen euch jetzt. Ne? Und die EU hat jetzt beschlossen, auch als Antwort auf die neue Seidenstraße, New Global Gateway oder so. Ne? So eine nachgemachte Imitat. Ne? Und so. Und da wird jetzt gerungen. Oder wenn man sieht, als der indische Ministerpräsident in Washington eingeladen war, wie der hofiert wurde, ja, und nicht, was dem an Krediten und Subventionen und so weiter versprochen worden ist, also da wird jetzt gerangelt. Und insofern ist es richtig, dass der Westen unter Führung der USA in alle diese Entwicklungen, die schon länger laufen, wie BRICS und auf einzelne Staaten, natürlich, die wollen jetzt da reingreifen. Die wollen jetzt da die Leute rüberziehen. Ja. Mhm. Das ist klar. Dieses, gerade weil auch diese neuen Formate wie BRICS und CELAC und so weiter, sind ja keine in sich völlig harmonischen, homogenen Gebilde, sondern da wird es ja auch gerangelt und innerhalb dieser Staaten wird auch gerangelt. Ja, ja, und da sucht, also ich meine, da haben die USA ja auch mit solchen schon seit Jahrzehnten eingesetzten Instrumenten wie USAID, ja, das ist so eine internationale Agentur mit Milliarden an Geldern, eine Staatsagentur, die dem State Department untersteht, oder mit dem National Endowment for Democracy oder mit der Soros Foundation die versuchen natürlich überall jetzt was rüberzuziehen. Ist klar, das Da müssen wir auch noch über eine weitere spannende Entwicklung zu sprechen kommen, und ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt in diesem fast halbstündigen Gespräch noch kein einziges Mal wirklich über die Ukraine gesprochen haben. Das ist wahrscheinlich auch bezeichnend für die Entwicklungen, die da gerade stattfinden. Wir sehen ja auch in den Medien, ist die Ukraine kaum mehr präsent. Der neue US-Haushalt sieht keine weiteren Hilfszahlungen, keine weiteren Waffenlieferungen mehr an die Ukraine vor. Das heißt, auch von US-amerikanischer Seite wird ja mittlerweile auch ganz offen so gesagt, wir müssen, Priorität hat jetzt erstmal der Nahe Osten, die Unterstützung Israels, und die Ukraine muss jetzt erstmal gucken, dass sie möglichst dann mit europäischer
Hilfe, mit deutscher Hilfe. Nee. Sehen Sie das anders, Herr Rügemann? Ja, nein. Also meine Frage, die sich eigentlich daran anschließt, es scheint ja so, wie als ob die Ukraine jetzt fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel. Nein. Soweit ich das verfolgt habe, die Ukraine wird jetzt nicht fallen gelassen, sondern man hat sich aufgrund des ja schon viel früher, als es öffentlich bekannt wurde, auf die erfolglose westliche ukrainische Kriegsführung eingestellt. Die Ukraine kriegt gar nicht mal mehr genügend Soldaten. Nein, der Krieg im militärischen Sinne ist verloren, das ist klar. Aber darüber sollten wir dann öffentlich nicht so viel sprechen, nachdem wir vorher, ne? Aber gleichzeitig, und das ist sozusagen, das geht von den USA aus, wird von dem größten Kapitalorganisator BlackRock ja koordiniert, auch schon vertraglich Ende letzten Jahres mit der ukrainischen Regierung verabredet, ne? BlackRock ist der Koordinator für den Wiederaufbau der Ukraine. Richtig. Na, das heißt also, das ist der Schwerpunkt, der jetzt so öffentlich, regierungsmäßig nicht im Blickpunkt steht. Aber man muss ja auch bedenken, BlackRock ist ja mit zwei Managern in der amerikanischen Regierung selbst vertreten. Ja? Und BlackRock ist der offizielle internationale Koordinator mit einer großen Arbeitsgruppe. Ich glaube, das sind 30 Leute in der europäischen Zentrale von BlackRock in der City of London. Ne? Und da melden sich jetzt alle Leute, die mal in der Ukraine demnächst was investieren wollen, die Schwarzerde kaufen wollen, die eine Panzerfabrik dort bauen wollen und beispielsweise die ganzen neueren amerikanischen Internet-Digitalkonzerne wie Palantir und Anduril, ne, die haben jetzt schon ihre Leute in der Ukraine mit Start-ups und so weiter. Ne, die Ukraine soll ja hochdigitalisiert werden. Ne, die ukrainische Regierung ist froh, wenn möglichst viele Leute flüchten. Wir brauchen ein freies Feld, um ne, jetzt hier ganz neu anzufangen. Aber das wird von den USA höchstrangig, ne, und BlackRock hat jetzt noch JP Morgan dazugenommen. Ne, also das ist jetzt die amerikanische Großoperation, die natürlich auch bedeutet, jetzt erstmal dann auf wirtschaftlichem Feld, die Ukraine zur nächsten Station des Aufmarschgebietes gegen Russland auszustatten. Ja. Um dann mal, je nachdem, wo sich eine Möglichkeit für einen fortgesetzten neuen militärischen Konflikt ergibt. Ja, ich sehe es so ähnlich. Vor allem, wenn ich jetzt bedenke, dass Biden ja von Zelensky gelobt wurde, für seine neue Hilfe von 90 Millionen US-Dollar, weil der Kongress, die Republikaner haben wir weitgehend gesperrt, ja. Da geht ja auch nicht mehr. Aber gleichzeitig kommt von Deutschland 1.300 Millionen. Also jetzt gut, das eine war Dollar, das sind Euro, aber so groß ist die Differenz da auch nicht. 1.000, das sind die Dimensionen. Also der Krieg in der Ukraine wird weitergehen, das ist jetzt nur ein, wie soll ich sagen, eine Verschnaufpause, wenn man das überhaupt so nennen darf, dass sich die Europa, vor allem auch Deutschland, mehr auf diesen konzentrieren muss und natürlich auch die Ukraine weiter unterstützen muss. Da haben wir auch die entsprechenden Papiere da gemacht, also dieses deutsch-amerikanische Abkommen vom 21. Juli 2021 und so weiter. Also wir sind voll eingebunden, alles zu tun, um die Souveränität der Ukraine zu unterstützen und auch die Energiesicherheit zu unterstützen und so weiter und so weiter. Dazu hat sich die Frau Merkel damals verpflichtet in einem bilateralen Abkommen mit den USA. Also das steht fest, da kommen wir überhaupt gar nicht raus. Und interessant ist ja auch, was der Drei-Sterne-General Keith Kellogg am 28. Februar 2023 bei einer Anhörung im Kongress gesagt hat. Und da hat er gesagt, also zu dem der Senator Rick Scott erstmal gefragt, warum hat Deutschland nicht ausreichende tödliche Hilfe beigetragen in diesem Krieg gegen Russland? Und da hat er dann gesagt, aber Deutschland spielt im Moment keine große Rolle mehr in Europa.
Das sieht ein Drei-Sterne-General so in den US. Ich denke, der wird da nicht alleine sein, nicht wenn er sowas im Kongress äußert, im Senat äußert. Und dann sagt er, also Herr Senator, wenn man die Ukraine siegen lässt und den einen strategischen Gegner vom Tisch nimmt und das ohne eigene Truppen macht, dann ist man auf dem Gipfel der Professionalität. So, und dann hat er aber gesagt, falls wir dabei um dann uns auf den wirklichen Gegner konzentrieren zu können. Und der wirkliche Gegner, das sagt er dann, ist China. Mhm. So, und dann sagt er weiter, der Keith Kellogg, und sollten wir dabei scheitern in der Ukraine, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als in Europa einen großen, neuen großen Krieg, und das wäre dann der dritte, den wir hier führen müssten. Da ist eigentlich recht klar, was damit gemeint ist. Und das ist davon klar, was da gemacht ist. Also da meine ich schon, und ich bin da, wenn sowas im Senat geäußert wird und keine Gegenreaktion vom Senator kommt, und dann, ich denke, das muss man ernst nehmen. Man kann nicht sagen, das ist ein durchgeknallter Drei-Sterne-General und ein durchgeknallter Senator. Nein, ich denke, das hat durchaus in diesen Kreisen durchaus Substanz. Und wenn ich sehe, was da passiert, insgesamt, es wird weitergehen, und das sind jetzt nur auch der Nahen Osten ganz schlimme Entwicklungen für die Menschen. Und zwar, ich leide wirklich mit den armen Israelis, Frauen, Kinder, die da umkommen, aber genauso auch mit den unschuldigen Frauen und Kindern, die da in Gaza umkommen. Also es ist einfach, die Menschheit hat jetzt hier komplett versagt, meiner Ansicht nach. Mhm. Ein Armutszeugnis für die Menschheit. Aber wie gesagt, es ist ein Teil dieses gesamten Kriegsgeschehens, in dem wir uns befinden. Und es wird weitergehen. Es ist, meiner Ansicht nach, geht es wirklich Kampf der USA. Und gerade, wie Sie auch sagen, Herr Rügemann, eine Macht wie die USA, die jetzt tatsächlich ihre Fälle davonschwimmen sieht, die ist unberechenbar. Und sie können nur eins machen, sie können das nur verhindern. Sie müssen verhindern, dass Saudi-Arabien in die BRIC-Staaten geht am 1. Januar. Und dann natürlich, und dann ist ja auch Argentinien neues Mitglied. Jetzt hatten wir die Wahlen. Jetzt es haben steht wir die auf Wahl. Der Kippe. Ja, natürlich, ist ja klar. Wir hatten diese Wahlen. Die Wahl stand ja auch auf der Kippe sozusagen. Ja, ja. So, ja. Und jetzt haben wir diese Wahl. Und das ist klar, die USA müssen alles tun, um das zu verhindern. Aber weil dieser Beitritt von Argentinien in die BRIC-Staaten, das hat ja noch eine ganz andere Dimension. Gut, ich meine, wirtschaftlich steht hier Argentinien auch nicht so großartig da. Da ist es keine so große Bereicherung für die BRIC-Staaten, aber es geht um ganz was anderes. Wenn wir wissen, Südamerika ist ja damals durch eine päpstliche Bulle im 16. Jahrhundert geteilt worden. Ein Teil ist portugiesisch sprechend und das andere spanisch sprechend. Da ist es aufgeteilt. So, und jetzt ist mit Brasilien und mit Argentinien in den BRIC-Staaten ist Südamerika, was die Teilung angeht, in Spanisch sprechend und jetzt zusammen in den BRIC-Staaten. So was war vorher auch undenkbar. So, also was sich da für den 1. Januar anbahnt, dass wir einfach der gesamte islamische Religionsbereich in den BRIC-Staaten ist und jetzt auch ganz Südamerika. Gut, das wird versucht zu verhindern, mit aller Gewalt. Klar. Und die Entwicklung, was hier mit Saudi-Arabien passiert, oder der Iran, könnt ihr mir vorstellen, dass jetzt der Krieg angefangen wird, der ja schon bereits 2001 im September festgelegt war, Krieg gegen den Iran, kam nicht. Und jetzt warten Sie mal, 2006, vom April bis Dezember, jeden Montagabend in der Münchner Fußgänger demonstriert für eine friedlich-diplomatische Lösung im Iran-Konflikt. Da ging das ja so hoch her, das ist ja alles vergessen, mehr oder weniger. Wir waren da schon ganz nah am Krieg dran, meiner Ansicht nach. Mhm. Und dann hat sich das aber dann wieder, hat sich der Schauplatz wieder verlegt. Aber dass das beendet wurde, das geben wir auf, dieses Ziel, da glaube ich nicht dran. Mhm. Also da haben die ein ganz gutes Gedächtnis, die Amerikaner. Mhm. Das sollte man nicht unterschätzen. Also das wäre, also ich denke, das geht, ja, und vor allem, dass die amerikanischen Generalstäbe oder Stäbler, dass die, als sie Treadlock 525 Win in a Complex World gemacht haben, im September 2014, das hat ja dann mit Sicherheit einen Vorlauf vom Jahr, bis das entwickelt worden ist und sowas, und so ein Strategiedokument,
da haben die diese Entwicklung der BRIC-Staaten noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nicht? Da haben sie es noch gar nicht gehabt. Kommt nicht. Diese dramatische Entwicklung, die wir jetzt im September beobachten, nein, haben sie nicht. Und das hat jetzt natürlich die strategischen Gewichte total verschoben jetzt hier. Und da bin ich auch selber neugierig, wie sie agieren werden. Sie werden reagieren. Klar, sie haben ihr Ziel und sie werden ihr Ziel nicht aufgeben. Win in a complex world 2020 bis 2040. Wie das jetzt im Einzelnen aussieht, ist jetzt noch offen. Das wird sich zeigen. Und da sind natürlich auch da in den USA, es ist ja nur diese Kriege von einer ganz kleinen Elite, die das macht. In der verschwindend kleinen Elite. So, und die sind ja auch nicht einheitlich. Wir können da nicht sagen, dass diese Familiendynastien, die also wie gesagt im amerikanischen Bürgerkrieg zu unendlichem Reichtum gekommen sind, dass die deckungsgleiche Ansätze haben. Nein, die haben einen gemeinsamen Ansatz, dass sie sich nicht von der Macht verdrängen lassen wollen. Das haben diese Dynastien gemeinsam. Aber sie würden nie zulassen, dass der eine über die anderen dominieren könnte. Das ist so ungefähr wie mit den Kurfürsten hier im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Da wurde immer der Schwächste gewählt, damit die anderen freie Hand hatten. Also so ähnlich ist das da auch. Ja. Vermute ich mal. Ja, man weiß es nicht. Ja. Aber ich denke, und dann sind natürlich da unterschiedliche Bestrebungen. Die einen möchten diesen Weg gehen, die anderen den, mehr oder weniger. Aber das Ziel ist immer das Gleiche. Machterhalt. Und natürlich eifersüchtig ist auch passend, dass keiner von den Dynastien die anderen überflügeln kann. Jetzt hat Herr Effenberger gerade ausgeführt, ich meine, Sie haben einen US-Senator dabei zitiert, der meinte, dass es im Grunde genommen hier nicht mehr um Europa und die Ukraine geht, sondern dass China das Ziel ist. Ja, das war der Drei-Sterne-General. Der Drei-Sterne-General, Entschuldigung. Kellogg, ja. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass das Ziel der US-amerikanischen Außenpolitik in diesen Zeiten, in denen Sie, wie Sie jetzt hier schon ausgeführt haben, die geopolitischen Fälle schwimmen gehen, sie unberechenbar werden, dass sie sich tatsächlich noch mit China anlegen werden in diesen Zeiten? Ja, das hat ja schon der freundlich grinsende amerikanische Präsident Obama sozusagen formalisiert. Unser Hauptfeind ist ab jetzt China, ja. 2014. Ja. Genau. Ne? Und das war auch die Zeit und die Begründung. Deswegen müssen ja auch, ne, das war auch 2014, Obama formalisiert beim, glaube ich, Treffen in Warschau, die europäischen NATO-Staaten müssen jetzt zusätzlich aufrüsten. Ja, genau. Ne? Ja. Und das hängt zusammen. Und weil die USA eben ihren Schwerpunkt jetzt auf China legen müssen, weil das die wirkliche dynamische und zugleich mächtige Alternative ist. Mhm. Ne, diese ganz vielen aufmüpfigen Länder des Südens, da haben die USA Erfahrung, wie sie die alle klein machen. Ja, das geht. Aber eine wirtschaftlich starke und hochgerüstete Volksrepublik China mit diesem riesigen Markt und diesen 1,4 Milliarden Menschen mit der internationalen Ausstrahlung und der Infrastruktur auf allen Kontinenten, ne, das ist jetzt wirklich der Hauptfeind, wobei es aber auch durch die Entwicklung in den letzten 10 Jahren noch verstärkt wird, durch die Annäherung der Volksrepublik China an Russland. Mhm. Ja, weil die ergänzen sich ja, ne, Russland ist die wichtigste Atommacht, die den USA gegenübersteht. Auch die erfahrenste und wichtigste Atommacht. Und sie ist das Territorium, das haben Sie, glaube ich, zitiert, Herr Effenberger, heute, ne, das hat Przeciszynski 1997 in seinem Buch Die einzige Weltmacht ja auch dann sozusagen öffentlich verkündet. Nur wer Eurasien beherrscht, von Lissabon bis Vladivostok, ja, der kann auf Dauer die einzige Weltmacht bleiben. Ja, wenn man sozusagen nur seinen Standort in den USA hat, aber wenn sozusagen das große Aufmarschgebiet Russland und die Ressourcen dieses riesigen Landes im Boden, die seltenen Erden und so weiter, ne, wenn wir das nicht haben, dann können wir nicht die einzige Weltmacht auf Dauer bleiben. Das ist genau der Punkt. Ne? Und weil sich aber jetzt zudem noch
seit 2014 so etwa. Ne? Und ja, also auf russischer Seite verstärkt durch den ukrainischen Krieg gegen die osteuropäischen Regionen, ne? Weil sich das jetzt ergänzt, die formelle Kooperation Volksrepublik China und Russland, ne, ist jetzt gegen den Hauptfeind China, das ist aber also auf lange Frist angelegt. Na, da werden in Asien jetzt noch neue Militärbündnisse und neue amerikanische Militärstützpunkte aufgebaut und so weiter. Und aber ne, der wichtige Nebenfeind bleibt Russland. Na, denn Russland muss ja abspenstig gemacht werden für China. Sondern Russland muss, ne, wie Brzezinski sagte, ne, dem amerikanischen Imperium geordnet werden als ein wichtiger Standpunkt, ohne den eine einzige Weltmacht sich nicht hält. Ne? Und deswegen ist, sag mal, auf lange Sicht mit weiteren Vorbereitungen in Asien China der Hauptfeind, aber der sozusagen aktuelle Feind, Hauptfeind bleibt weiter Russland. Ja, genau, so sehe ich das auch. Und vor allem nochmal zu Obama. 2011 hat er sich als den ersten pazifischen Präsidenten der USA bezeichnet. 2011. Pazifistischen. Pazifischen. Pazifischen. Okay. Habe ich pazifistisch gesagt? Nein. Ich hatte gedacht, Sie meinen pazifistisch. Das ist hängen geblieben mit Obama. Ja, gut, aber Medien, er wollte doch alle Atombomben abschalten. Ja, nein. Also der erste pazifische Präsident. Und da habe ich mir gesagt, was hat das jetzt für eine Signalwirkung für die gesamten pazifischen Anrainer, China zum Beispiel, wenn er sich als der erste pazifische Präsident der USA. So, und dann haben wir 2014 dieses Papier, Win in a Complex World, und da steht also explizit gleich drin, dass die US-Streitkräfte in diesem Zeitraum von 20 bis 40 den Auftrag haben, die von Russland und China ausgehende Bedrohung abzubauen. Also ich bin sicher, wenn ich das Papier gelesen habe, werden es die auch gelesen haben. Und dann wussten die im Kreml und die wussten in Peking, es geht gegen uns. Und von da an ist auch die Annäherung. Also wenn ich, entweder haben die bewusst diese Strategie gemacht, damit die sich die beiden annähern, könnte man jetzt nach Ernst Wolf vielleicht so interpretieren, glaube ich aber nicht. Sie haben das so formuliert. Und seitdem geht diese Annäherung sukzessiv. Und ja, wie dem auch sei. Die Entwicklung Osterweiterung hat Russland auch immer mehr nach China gedrückt. Und die Entwicklung, und was wir in der Welt ja auch sehen jetzt hier, was für die USA dramatisch ist, das ist die Entdollarisierung. Die Entdollarisierung schreitet immens voran. Ja. So, also die USA werden, was die Währung angeht, enorme Probleme haben sie schon, meiner Ansicht nach, aber sie werden noch viel mehr kommen. Das heißt also, sie werden viel Geld hier aus Europa ziehen müssen und vor allem auch aus Deutschland, wie sie es immer machen werden. Gut, sie werden sich schon was einfallen lassen, denke ich. Deswegen kommt ja auch von Polen wird als größte Militärmacht aufgebaut. Ich weiß nicht, was sie in Korea, tausende von Panzern sie gekauft haben, ich glaube 1300. Jetzt muss das finanziert werden in Polen. Und dann kam ja von Polen schon dann, dass Deutschland, was wollen sie, wie viel, 1,3 Billionen in Reparation für den Ersten Weltkrieg. Und da sage ich mir, eine polnische Partei, gut, das ist ja nun eine kleinere Partei, die das gefordert hat, aber immerhin, dass die damit in die Öffentlichkeit gehen kann. Und da bin ich sicher, dass die betreffenden polnischen Politiker durchaus ein Signal haben, auch von amerikanischen Politikern, lass es mal. Also, wenn wir das daraus ziehen können für den Aufbau einer gigantischen polnischen Armee, soll uns das Recht sein. Also ich denke, wie da gespielt wird, also wir können uns jetzt nicht im einzelnen Detail vorstellen, was da insgesamt auf verschiedenen Ebenen, was da gemacht wird, um diese Zielvorstellung der unipolaren Weltordnung umzusetzen. Und da wird auf allen Ebenen gearbeitet. Ja. Auf allen. Nicht? Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Zum Abschluss unseres Gespräches möchte ich noch gerne über die Rolle Deutschlands zu sprechen kommen.
Denn auch wir sind hier in Europa immer noch einer der wichtigsten Partner der USA bis heute. Jetzt hat kürzlich der Verteidigungsminister Pistorius gesagt, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Die Hilfen für die Ukraine wurden für nächstes Jahr nochmal von 4 auf 8 Milliarden verdoppelt. Also wir machen, sage ich mal, dieses Spielchen hier weiterhin mit. Unsere Außenministerin bezeichnet den chinesischen Präsidenten Xi als einen Diktator im US-amerikanischen Fernsehen. Also wo stehen wir hier in Deutschland, Herr Rügemark? Können Sie das einmal ausführen? Ja, Deutschland, also die Bundesrepublik Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg die wichtigste Militärbastion für die USA in Europa. Mhm. Und nicht nur dadurch, dass dann schließlich die Bundesrepublik Mitglied der NATO wurde, sondern auch dadurch, dass eben Deutschland sozusagen der Mittelstaat in der Mitte Europas von der geografischen Position her gewesen ist und auch, weil Deutschland wegen der Nichtbestrafung von 99% der NS-Täter das wichtigste antikommunistische Potenzial in Europa beherbergt hat. Das hat sich in der Bundesrepublik Deutschland konzentriert und zusätzlich zur NATO-Mitgliedschaft beherbergt ja seit der Gründung der Bundesrepublik unter Adenauer bis heute bei weitem im Vergleich die allermeisten US-Militärstützpunkte zusätzlich zur NATO-Mitgliedschaft. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Militärstützpunkte, jedenfalls einige wichtige, sondern das sind ja geostrategisch wichtige. Ne, Afrikom zum Beispiel zur Überwachung sozusagen der 29 Militärstützpunkte der USA in Afrika oder eben bekannt Ramstein als sozusagen Dreh- und Angelpunkt der Transporte für Munition, für Militär und so weiter mit dem größten Militärkrankenhaus außerhalb der USA und so weiter. Und oder auch digitale Steuerungspotenziale und so weiter. Und insofern, und in Deutschland sind auch amerikanische Investoren seit 20 Jahren auch im Vergleich zu anderen EU-Staaten wie Frankreich, mit der Ausnahme Großbritanniens, die wichtigsten Eigentümer mit den meisten Aktienanteilen in den führenden Unternehmen in allen 40 DAX-Konzernen. Rheinmetall zum Beispiel. Bei Rheinmetall, Rheinmetall ist ein amerikanisches Unternehmen. Ja, da arbeiten deutsche Leute, aber 9 der 10 führenden Aktionäre kommen aus den USA, BlackRock und so weiter. Und insofern ist Deutschland sozusagen schon seit seiner Gründung eingewöhnt, amerikanischen Vorgaben nachzukommen. Und das ist auch jetzt in der Ukraine, für den Ukraine-Krieg beschleunigt worden. Das heißt, die Bundesrepublik, die Bundesregierungen machen Kriegshaushalte, erhöhen die Rüstungsausgaben für sich selbst, aber auch etwa für die Ukraine und für die Mehrheit der Beschäftigten kommen unterschiedliche Schädigungen hinzu. Ja, ein Teil der Industrie wird deindustrialisiert, aber ein Teil wird reindustrialisiert. Das heißt also, die höchsten Subventionen für neue Unternehmen in Deutschland, ne, die bekommen ausländische und vor allem amerikanische Unternehmen. Bekanntestes Beispiel, Intel in Magdeburg, hat schon auf allen Ebenen von Brüssel, von Berlin,
von der Landesregierung Sachsen-Anhalt und von der Stadt Magdeburg etwa mindestens 10 Milliarden an Subventionen zugesagt bekommen, bevor die überhaupt anfangen, da ihre Fabrik zu bauen. Und von diesen Beispielen, also sowohl die Deindustrialisierung mit Verarmung, Teilen der Bevölkerung, der Beschäftigten, ist von den USA auch etwa durch die Umstellung der Energiebasis auf das teure Fracking-Gas verursacht, wie aber auch die Reindustrialisierung, ne, die ja sozusagen fälschlich von unserem Bundeskanzler oder Wirtschaftsminister, ja, wenn Intel jetzt die neuesten Chips bauen soll, dann wird das von Bundeskanzler Scholz und Minister Habeck sozusagen als ein Zeichen für neue Souveränität Deutschlands und Europas gelobt. Dabei sind die Entscheidungen, kommen in den USA, werden in den USA gefällt und die Gewinne gehen ebenfalls in die USA. Ja, also das sieht für Deutschland sozusagen nicht gut aus, wobei wir aber gleichzeitig, wie auch in der großen Welt, ein beschleunigtes Sich-Bewusst-Werden in wachsenden, wenn auch noch nicht mehrheitlichen Teilen der Bevölkerung haben. Dass die Amerikaner nicht mehr, wie wir lange geglaubt haben, unsere großen Freunde sind. Diese Erkenntnis wächst und ja, und da hoffen wir, dass wir diese Erkenntnis befördern können und dann auch in weitere Aktionen mit umsetzen können. Herr Effenberger, dann gehen die abschließenden Worte an Sie. Ich kann Ihnen ja nur zustimmen. Ja. Also es geht mir einfach das Herz auf, dass ich jetzt so einen großartigen Mitstreiter habe oder Mitstreiter sein darf. Ja. Ich sehe es genau. Deutschland steht im Kriegsgeschirr. Der Amerikaner. Und zwar, also für mich ist mit der Sprengung am 26. September 2022 von Nord Stream, das war für mich ein Terroranschlag, vergleichbar mit 9-11. Es hat zwar nicht so viele Tote gegeben, und das kann sich ja vielleicht im Laufe der Zeit noch ändern. Es war die mit der Frage des cui bono, wer hat hier einen Vorteil davon? Da sagen die einen, ja, Putin kann sein Gas teurer verkaufen, die anderen sagen, die Amerikaner können ihr Gas besser verkaufen. Nein, die Frage, die man darstellen muss, war, wer hat den maximalen Schaden von diesem Angriff? Und das ist die Bundesrepublik Deutschland. Das hat uns bewusst getroffen. Und Biden hat dann ja auch ein Anti-Inflationsgesetz gemacht und hat den deutschen Unternehmen gesagt, bei diesen Preisen, Energiepreisen, können sie nicht mehr kostendeckend produzieren. Kommt in die Vereinigten Staaten, wir geben Subventionen. Also ganz gezielt. Und die Frage, wer das jetzt gewesen ist, gibt es eigentlich nur eine Frage. Es können nur die USA gewesen sein. Und vor allem auch, nachdem der Antrag im Sicherheitsrat gestellt war, für eine internationale Untersuchung, die dann ja abgelehnt wurde. Nicht? Sogar Deutschland hat sich da, sie wollen kein, also wenn man bei einem Terroranschlag keine Untersuchung will, dann ist eigentlich klar, wer diesen Terroranschlag gemacht hat. Also denke ich mal. Ja, aber die USA sind ja erfahren, Aktionen, die sie gerne hätten, durch Dritte ausführen zu lassen. Das ändert sich ja nichts. Also der Auftraggeber ist klar. Und da muss ich sagen, wir befinden uns seit das ist meine persönliche Überzeugung, aber seit diesem Anschlag auf Nord Stream befinden wir uns im Krieg mit den USA, meiner Ansicht nach. Das war ein Terroranschlag gegen die Bundesrepublik Deutschland unter anderem und so weiter, wird aber nicht aufgeklärt. Aber wie gesagt, aber was hat man damit geschafft? Die Angst der USA und der Alliierten schon, dass Deutschland, es geht ja zurück bis auf die Befreiungskriege 1812, die Konvention von Tarocken, wo der General von Wartenburg das Korps, sein Korps, auf Zusammenarbeit mit dem Zaren da angewiesen hat oder unterstellt hat und dann in den Freiheitskrieg gezogen. Diese Angst des Westens, dass deutsche Truppen sich den Russen unterstellen könnten, das war immer da. Und deswegen auch als Soldat ist mir gleich aufgefallen, die Verteidigung der Bundesrepublik waren eine Perlenkette oder ein Tortenboden. Da war oben Dänen, Belgier, Deutsche, Engländer und so weiter, wieder Deutsche, Amerikaner, wieder. Also bewusst, diese deutschen Korps waren eingegrenzt.
Nicht, die waren immer nur alleine für sich und rechts und links als Nachbarn immer Alliierte. So, dass kein Korps alleine ausbrechen konnte, mehr oder weniger. Also das ist mir als Leutnant sofort aufgefallen. Ich sage, das macht doch keinen Sinn normalerweise. Aber wie gesagt, diese Angst davor. Und wir haben in den Tagen vor der Sprengung, war es ja so, dass deutsche Unternehmerverbände aufgefordert haben, die Pipeline zu öffnen. Dass wir Demonstrationen im Land hatten, und zwar ausreichend. Demonstrationen im Land hatten. Und mit der Sprengung war klar, jetzt gibt es keine Demonstration mehr zur Öffnung und Deutschland kann jetzt keinen Sondervertrag mit Russland machen wegen der Gas- und Energielieferung und Deutschland ist somit im Kriegsgeschehen und ist jetzt abhängig von den Öllieferungen aus den USA oder Gaslieferungen aus den USA und dergleichen mehr. Also ich denke, für Deutschland sieht es im Moment wirklich nicht gut gehofft. Und das ist wirklich, Herr Rügemann, was Sie sagen, das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die wir haben. Aufklärung, 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 die Zusammenhänge erkennen und dann schauen, wo müssen wir müssen das machen, was der Hauptsatz in unserem Grundgesetz ist, nämlich, dass wir die einzige Verantwortung haben, dem Weltfrieden zu dienen. Hm. Und was anderes gibt es gar nicht. Und das ist die einzige Staatsräson, die wir haben nach diesem verdammt fürchterlichen, brutalen 20. Jahrhundert. Die einzige Lektion und die einzige Staatsräson, dem Frieden in der Welt zu dienen. Und sonst haben wir keine andere Aufgabe. Das würde ich mir wünschen. Und das geht nur mit Aufklärung. Ich denke, wir können nur aufklären. Aber deswegen ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, ja, und auch von meiner Seite aus, das waren wirklich hervorragende, abschließende Worte nach Weltfrieden und Aufklärung. Herr Rügemann, Herr Effenberger, haben Sie vielen Dank für dieses wirklich spannende, erkenntnisreiche Gespräch. Wunderbar, ja. Danke sehr. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, muss ich auch sagen. Danke sehr. Und Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja. Und auch an euch, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere spannende, die ein oder andere spannende Erkenntnis hier aus dem Gespräch mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch dieses Gespräch gerne teilen möchtet und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut in diesen ja wirklich schwierigen Zeiten. Bleibt wohl auf und bis zum nächsten Interview hier auf meinem Kanal. Ciao.